Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Commentary hier auf YouTube. Es ist unglaublich für mich nachzuvollziehen, dass 11 Jahre wie in einem Fingerschnipsen vorbeigegangen sind. Ich sitze jetzt hier mehr als ein Jahrzehnt später und sehe dieses Video. Mein erstes Call of Duty Commentary aus dem Jahr 2013. Und hier bin ich jetzt, lebe immer noch und muss erstmal klarkommen, wenn ich das hier jetzt so sehe. Mittlerweile bin ich verheiratet. Wohne mit meiner Frau in unserem eigenen Zuhause und habe zusammen mit einem Freund eine Agentur gegründet. Es ist so viel passiert. Ich denke, dafür würde eine Stunde sogar nicht reichen, um zusammenzufassen, wie das Leben einfach vorbeigezogen ist. Zum Zeitpunkt dieses Videos im Hintergrund war ich 16 Jahre alt. Meine größten Probleme zu der Zeit waren wahrscheinlich, dass ich meinen ersten Heartbreak hatte, in der Schule sitzen geblieben bin und den ganzen Tag eigentlich nichts anderes machen wollte, als mit meinen Freunden zu zocken. Und hier bin ich jetzt wirklich 11 Jahre später und habe das Bedürfnis, darüber zu reden. Ich habe in der ganzen Zeit eigentlich immer wieder Videospiele gespielt, aber man hat wirklich mit der Zeit gemerkt, dass es einem nicht mehr so viel gibt. Und ich stelle mir die Frage, ob das an einem selbst liegt, ob es an den Spielen liegt, aber ich versuche mir jetzt einfach so ein bisschen an die eigene Nase zu fassen und das mal so ein bisschen nachvollziehen zu können. Und ich glaube aber im Grunde, dass es völlig normal ist, dieses Gefühl, was ich habe, was vielleicht einige von euch haben, ja, zu haben in diesem Moment, weil man wird halt einfach erwachsen. Man ist jetzt in einem Alter, ich spreche von mir, mit 27 Jahren, wo du halt einfach Verantwortungen hast, Verpflichtungen hast, die du früher eben als Kind überhaupt gar nicht überblicken musstest. Es war als Kind halt einfach unbeschwert. Du warst in der Schule und mit Glück hast du da ein bisschen aufgepasst, aber wenn dann die Schulglocke geläutet hat, dann warst du schon direkt im Modus, das Leben zu genießen. Und das einfach unbewusst eigentlich, wirklich unbewusst. Du gehst an die Konsole, um jetzt das Videospielbeispiel zu nehmen oder dabei zu bleiben. Du wirfst die Konsole an und deine Freunde sind alle da und ihr zockt und genießt einfach die Zeit. Und das Verrückte daran ist wirklich, man weiß zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht, was man hat. Ich möchte nicht so extrem in Nostalgie schwelgen, weil es ist im Grunde echt schön und ich genieße viele Nostalgie-Momente auch. Ich schaue mir auch selber sehr gerne Videos an über, als Beispiel, alte Call of Duties, alte Videospiele, auch Fußball zum Beispiel aus den früheren Zeiten. Das gibt einem doch schon sehr viel, aber man darf sich da auch nicht so extrem drin verhaken, weil das sind Dinge, die sind passiert, die sind schön und man erinnert sich gerne zurück, aber man darf nicht sich daran klammern und dabei vergessen, dass vielleicht im aktuellen Moment es auch die Möglichkeit gibt, solche Momente halt einfach zu schaffen. Und das sollte man, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren. Es war halt einfach komplett verrückt früher. Und aktuell mit Black Ops 6 ist tatsächlich gerade, hat mir das irgendwie, glaube ich, so einen Anstoß gegeben, so einen kleinen. Ich habe sehr viel Spaß an dem Spiel und zeitgleich sehe ich auch, wie Leute um mich rum, nicht nur enge Freunde, sondern auch Leute, mit denen ich einfach früher, zum Beispiel zu Schulzeiten, mehr Zeit verbracht habe, dass genau diese Leute sich gerade in diesem Spiel unabhängig voneinander finden und irgendwie wieder Momente schaffen, die sich zumindest mal ein bisschen anfühlen wie früher. Man ist online, man zockt, man genießt die Zeit und man kann zumindest mal kurz abschalten. Ich meine, das Leben als Erwachsener ist wirklich schwer so. Du hast so viel Verantwortung, ich habe es schon ein bisschen angeschnitten. Du hast vielleicht einen Partner, du musst dich um deine Familie kümmern, du musst arbeiten, um deinen Unterhalt zu beziehen. Du hast halt einfach sehr viel Druck und es ist halt einfach nicht einfach, weil du kannst auch während du dir zum Beispiel eine Auszeit nimmst, so ist es zumindest mal bei mir sehr häufig, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Selbst wenn du dir diese Zeit nimmst, um dann zum Beispiel abzuschalten, um mal ein bisschen zu zocken, sind diese Gedanken nie ganz weg. Du bist immer in diesem, ja, ich würde sagen Überlebensmodus, um das jetzt vielleicht ganz extrem zu sagen. Du denkst halt immer schon, okay, was muss ich als nächstes erledigen, um eben, ja, sag ich mal, überleben zu können, um das, wie gesagt, ganz hart zu sagen. So, man kann halt nicht einfach unbeschwert abschalten, wie es früher halt einmal war. Da hat die Schulglocke geklingelt, du bist nach Hause gegangen und du hast dein Leben genossen. Und mit Black Ops 6 aktuell habe ich zumindest mal ein bisschen so wieder das Gefühl, ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt. Und das ist wirklich eine sehr schöne Sache, weil man dadurch halt auch sieht,
nicht alles liegt halt einfach in der Vergangenheit, sondern man hat aktuell tatsächlich auch die Möglichkeit, ja, den aktuellen Moment zu genießen. Und da rede ich ja nur von diesem Gaming, also wirklich von diesem Abschalten aus dem Alltag. Also es gibt ja natürlich außerhalb davon noch so viele schöne Momente, die man mit seinem Partner erleben kann, die man mit seinen Freunden erleben kann, mit der Familie, einfach auch mal alleine vielleicht. Man muss das, glaube ich, einfach nur selbst in die Hand nehmen und das auch bewusst machen und nicht zu sehr in diesen Erinnerungen schwelgen von damals, auch wenn das wirklich sehr schön ist. Ich persönlich kann das zum Beispiel sagen, es ist für mich absolut verrückt, dass ich gerade hier sitze und einen Commentary aufnehme, aber mir ist einfach sehr danach, weil ich selber so eine Art von Content über die letzten Jahre immer häufiger konsumiere. Ich habe wirklich sehr viel Gefallen daran gefunden, diese einfachen Videos anzuschauen, weil wenn wir ehrlich sind, über die Zeit hat sich das einfach so extrem entwickelt. Das Gameplay, was ihr im Hintergrund seht aktuell, das war aus einer Zeit, da war YouTube überhaupt nicht relevant im großen Kontext. Es ging nicht um Geld oder Werbeeinnahme oder um Reichweite. Klar wollte ich zu diesem Zeitpunkt auch, dass meine Videos gesehen werden, aber zu dem Zeitpunkt war ja unmöglich daran zu denken, dass man mit so einem Quatsch im Internet irgendwann überhaupt nur einen Cent verdienen kann. Der einzige Grund war, und vielleicht auch unterbewusst, dass man diese Momente festhalten wollte, um sie dann wiederum mit anderen Leuten zu teilen. Und so ist es nach wie vor. Ich habe ja die ganze Zeit über Content kreiert und bin immer noch aktiv dabei, nur nicht vielleicht in diesem Stil, wie wir ihn jetzt in diesem Moment erleben, in diesem einfachen Commentary-Stil. Und ich fühle mich aber sehr wohl dabei. Also es macht wirklich sehr Spaß, sich einfach mal, ja, das Herz rauszulabern und vielleicht auch einige von euch zum Denken so ein bisschen anzuregen. Ich denke, das ist eine echt coole Sache und man kann sich halt einfach gerade auf das hier fokussieren. Es ist kein Video, was irgendwie eine Storyline hat oder es kommen 1000 Transitions, ganz viel Musik und alles. Für mich ist das einfach anstrengend. Ich konsumiere, wie gesagt, sehr gerne solche Videos und habe mir jetzt einfach gedacht, ich nehme jetzt selber so eins auf, weil ich das Gefühl habe, was sagen zu wollen. Und ich glaube, das sollte auch immer der Hauptpunkt sein, wenn man denn Videos erstellen möchte. Man muss sich irgendwie vielleicht so ein bisschen selber öffnen und das ist das, was ich gerade hier mache und es ist wirklich verrückt, jetzt hier 11 Jahre später darüber zu sprechen, so ein einfaches Commentary zu machen, wenn man eigentlich die letzten Jahre so immer wieder ein bisschen mit dem Trend mitgeschwommen ist. Man guckt, was ist aktuell heiß, man vergleicht sich vielleicht auch mit vielen, man will immer mehr, man will immer größer werden und man ist immer so ein bisschen betrübt von der ganzen Situation, dass es dann doch auch irgendwo um diese Einnahmen geht. Es ist möglich, damit Geld zu verdienen. Welches Thema ist heiß? Womit erreiche ich die meisten Leute? Aber man ist dann halt, glaube ich, auch immer so ein bisschen, ja, wie ich gerade gesagt habe, betrübt und macht vielleicht nicht das, was einen persönlich wirklich glücklich macht. Und ich denke, das habe ich jetzt alleine in diesem Video, das ich hier aufgenommen habe, schon getan. Ich habe mir, glaube ich, selber so ein bisschen, ja, Seelenfrieden gegeben, indem ich einfach jetzt einfach zu mir das Video von vor 11 Jahren angeschaut habe und jetzt einfach darüber spreche. Und mich würde es einfach interessieren, was ihr gerade so macht, wie es euch geht. Vielleicht fühlt ihr euch auch genauso wie ich. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Lasst uns darüber diskutieren. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja schon demnächst mehr solcher Videos. Und wir bringen YouTube vielleicht ein Stück weit zumindest zu seiner Prime zurück, indem wir einfach mehr als Community interagieren, über, ja, Themen sprechen, die uns einfach wirklich interessieren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.